Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde angefragt, mal wieder, für ein neues Video. Der ein oder andere mag sich erinnern an den Cypher-Track, den wir uns angeguckt haben. Da habe ich ja schon ein Video gemacht zu MAT, den ich fälschlicherweise letztes Mal als Matt ausgesprochen habe. Jetzt gucken wir uns einen Rapper an namens Kopfchaot. Da habe ich ja auch schon mal was dazu gesagt. Mit dem Titel Winter. So heißt der Track. Tja, da bin ich mal gespannt. Der Schriftfont, den kenne ich sogar. Das ist ein Freefont in, überall eigentlich. Ich kenne den aus Photoshop. Da habe ich, glaube ich, mein zweites Cover, was ich jemals erstellt habe, mitgemacht. Das K hier, der Schriftzug hier, so ist auch das L. Das hat mich so an L of Death Note erinnert. Das fand ich immer ganz cool. Also, Winter, spannender Titel. Ich gehe mal davon aus, dass es ein tiefgründiges Ding wird. Und hier steht Live-Session-Video. Was auch immer damit gemeint ist, den Begriff kenne ich so nicht. Scheint wohl eine Live-Session zu sein. Echt und privat wird hier geschrieben. Okay, dann lassen wir uns mal nicht weiter beeinflussen und gucken einfach mal unvoreingenommen, was kommt. Ich mag den Beat sehr gerne. Das spielt eine sehr, sehr nachdenkliche Kadenz. Und auch generell der Sound durch den Hall, der auf dem Piano liegt, wirkt es sehr kalt. Ich mag das auch so, wenn die Akkorde gespielt werden, dass dann mit der rechten Hand immer zwischen den, ich glaube, es sind Oktaven, hin und her gespielt wird. Dieses D-D-D müssen genau eine Oktave Abstand sein zwischen den Tönen. Ist auch sehr schön, erzeugt eine sehr nachdenkliche Diebe Stimmung. So eine kleine Melodie ist auch noch mit drin. Zum Beispiel dieses D-D-Dum. Wieder in den nächsten Loop, das ist auch sehr schön. Der Audio-Loop hat auch was. Und die Stimme, die jetzt gleich reinkommt, die hört sich auch sehr schön abgemischt an. Da ist eine schöne Sättigung mit drin. Und eine Brillanz, die mir sehr gefällt. Mitte des Monats und ich merke, dass das Geld nicht reicht. Badewasser nicht mehr warm, also bade ich im Selbstmitleid. Wie ich das schaff, Mann, mir fällt's nicht ein. Ich hab nur Angst vor dem Tag, an dem ich am Grab von meinen Eltern wein. Ich bin zu schwach, das ist der Grund, warum ich Kälte zeig. Um alles aus mir rauszulassen, dafür ist die Welt zu klein. Hör nicht drauf, was sie sagen und verbrenn die Likes. Ich bin nur erfolgreich, solange ich für mich selber schreib. Während ich am meisten jetzt zerbreche, zeig ich meinen beiden Kleinen immer nur mein Lächeln. Weil ich weiß, dass von ihnen ist was Echtes. Doch ich habe mich vergessen. Okay, bevor es jetzt anscheinend noch emotionaler wird vom Stimmeinsatz, will ich erstmal generell was dazu sagen. Also ist anscheinend wirklich live aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er sitzt da mit einem dynamischen Mikrofon, wobei es für ein dynamisches Mikrofon doch sehr klingt wie ein Großmembraner. Also keine Ahnung, ob das dann doch nochmal separat aufgenommen wurde. Stimme könnte ein bisschen mehr Tiefenanteile vertragen. Die klingt dann doch etwas dünn, also sie ist schön brillant und so weiter. Gut komprimiert und wie gesagt, schöne Saturation drauf, aber in den Tiefen hätte noch ein bisschen was sein können. Aber ansonsten finde ich die gut abgemischt. Also es klingt halt nicht komplett rund, sondern etwas dünn. Text und Inhalt ist wirklich krass, es ist sehr persönlich. Ich finde es halt stark, wie er am Anfang davon spricht, dass in Mitte des Monats das Geld ausgeht, auch dass das Warmwasser da nicht mehr da ist, Low Points im Leben und dass er sich selber am besten nicht durch Internet-Feedback definiert, sondern wenn ihm was diese Bestätigung gibt, also sondern wenn er sein Glück aus Bestätigung zieht, dann nur aus dem Lächeln seiner Kleinen anscheinend. Ist wirklich starke Message. Während ich am meisten jetzt zerbreche, zeige ich meinen beiden Kleinen immer nur mein Lächeln, weil ich weiß, dass von ihnen ist was Echtes. Und das ist auch krass, als Intention, das ist ja das, was viele Eltern falsch machen, dass sie ihren Frust zu stark ihren Kindern zeigen, womit sie den Kindern halt sehr schnell dieses heile Weltgefühl wegnehmen, was sie eigentlich in ihrem Aufwachsalter brauchen. Finde ich gut, das ist eine sehr starke Vaterintention, vor allem, weil es als Elternteil halt echt nicht immer leicht ist. Das zehrt extrem an den Nerven. Auch wenn ich jetzt kein Papa bin, ich kann es sehr gut beobachten, wie es anderen Leuten damit geht. Dementsprechend, da so stark zu bleiben, sehr gute Intention.
Doch ich habe mich vergessen. Irgendwo zwischen Drogen und Lügen. Es sollte sich einmal wie oben man fühlen. Aber die Dosis zu viel, es tut mir leid, Mama. Doch seit dem Tag war dein Sohn nicht mehr hier. Bin am Fliegen, es wird Zeit, dass der Vogel abstürzt. Chronisch gestört, wenn der Piss jetzt wieder positiv wird. Kann mich da oben wer hört, dann soll er sich ficken. Denn meine Frau ist mein Gott, weiß ich, wo ich schone sie bär. Sag mir, Schatz, wie verdammt groß dein Herz. Ich habe so vieles verkackt, aber du kommst immer näher, Konto ist leer. In mir ist irgendwas nicht richtig. Aber wem soll ich's erklären, um Apokalyptisch sein? Ich wollte nie mehr, hab alles, was ich brauche. Doch es ist trotzdem noch fern. Ich bin es satt, weil ich mich nur noch von den Pops ernähr. Und selbst wenn ich etwas richtig mache, ist es trotzdem verkehrt. Okay, crazy. Also ist er richtig ausgerastet. Zum Inhalt her sehr krass. Ich find's, also es ist ein Gedankenwirrwarr. Es geht hin und her. Was halt von dem Stimmeinsatz nochmal unterstützt wird und von der Art, wie er sich artikuliert, ihm geht extrem viel durch den Kopf. Und diesen Gedanken waren, das ganze Hin und Her, das hat er hier sehr, sehr schön verpackt. Das klingt halt wie ein Song, den man schreibt, wenn einem alles zu viel ist. Genau das wurde hier sehr gut ausgedrückt. Deswegen bin ich da sehr respektvoll gegenüber dem Ausdruck. Ich würde nur behaupten, bei der Artikulation klingt er gerade, wenn er sich reinsteigert, sehr gepresst und dadurch sehr dünn. Es gibt einen Unterschied zwischen lauter Stimmgewalt und diesem Stimmgepressten. Es gibt ja auch Kurse, wie man richtig ruft zum Beispiel. Denn viele machen den Fehler, dass sie, wenn sie laut sein wollen, dass sie anspannen. Und dadurch wird das hier zu, sodass man ein bisschen gepresst klingt. Und das ist natürlich nicht so gut. Man will ja eher so klingen, wenn man laut ist. Und der Unterschied ist, dass man hier nicht spannt, dass der Ton frei fließen kann. Das ist bei ihm sehr stark, aber was ich lobend erwähnen muss, ist, man versteht ihn trotzdem. Auch wenn es manchmal etwas schwer wird, so ist es trotzdem noch so, in den emotionalsten Dingen kann man ihn trotzdem noch wirklich, wirklich sehr gut verstehen. Also für die Art und Weise, wie er mit der Stimme eigentlich entgleist. Ich bin es satt, weil ich mich nur noch von den Pops ernähr. Und selbst wenn ich etwas richtig mache, ist es trotzdem verkehrt. Interessantes Video übrigens, das finde ich auch ziemlich cool. Hinten mit der Folie. Und dem blauen und roten Licht für den Kontrast, das erzeugt auf jeden Fall eine gewisse Atmo. Ah, wo bringt er mich noch hin? Der Wind, der mich verweht. Find ich noch einen Weg oder hab ich mich schon verloren? Es klingt, als wär's zu spät. Ertrinke an mir selbst. Im Winter geht der Schmerz, denn ich bin lange schon davor. Wo bringt er mich noch hin? Also ihn da zu sehen, wie er seine Performance abgegeben hat und wie er da reagiert, gerade sich auch die Tränen aus dem Auge gewischt hat, wahrscheinlich auch den Schweiß, so wie er abgegangen ist. Ja, das finde ich heftig. Musik ist Emotion. Musik ist immer Loslassen von Emotionen. Dafür ist es wirklich wahnsinnig gut. Und ich finde es immer schön, wenn Leute das auch als Mittel benutzen. Halt immer mit der Gefahr der Transparenz, dass du für das, was du bist, verurteilt werden kannst. Aber meistens haben die Leute einfach vor dem Produkt so viel Respekt, dass sie das nicht tun würden. Trotzdem, mutiger Song. Nichtsdestotrotz, wahrscheinlich aber auch deswegen einer von denen, auf die er am meisten stolz ist. Glaube ich zumindest, so wie er es mal gesagt hat. Ich muss sagen, Hook ist nicht so mein Fall. Das Delay, was da drauf war, war auch ein bisschen all over the place. Das hätte man vielleicht ein bisschen filtern können. Ich weiß ja nicht, wer das gemischt hat. Denn in der Beschreibung habe ich das jetzt nicht gesehen. Aber generell, starkes emotionales Werk, kann man auf jeden Fall sagen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch für Leute haben wollt, auf die ich meine analytische Meinung übertrage. Das war ein Satz. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Schmerz, nichts, was mich am Wachsen hält. Trete aus dem Netz, es ist Zeit, mich selbst zu kennen. Der Boden.
lässt mich fliehen. Schultern noch schwer, das Gewicht, das mich noch hält, die Erinnerung tief in meinem Herzen.